Naja, machen wir mal ein kleines Update vom aktuellen Geschehen in das im Sandkistenspiel im Weltweiten. So sollte man es auch sehen, als schon langsam mündig erwachter und erwachender Bürger. Naja, was ist geschehen? Es geht um Widerstand und das war wieder eine sehr lehrreiche Lektion. Die wollte ich natürlich ohne meinen lieben Zuschauern und Zuschauerinnen, also wenn ich jetzt nicht immer dieses In rede, dann immer an trotzdem durch alle Geschlechter, das ist mir so wichtig, einmal berichten will. Natürlich habe ich auch ein behördliches Schriftstück bekommen, weil ich angeblich, wie gesagt, da gegen die Covid-Verordnung verstoßen habe, laut Bundes, ja, was ich, Maßnahmen, bla 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 Gesetz von Herrn Angstschob oder wie der Kasperl heißt, wegen Betretungsverbot von Gaststätten. Das ist irgendwann im Jänner geschehen, obwohl das Bundesverfassungsgericht Ende Dezember bereits schon diese Verordnung aufgehoben hat. Naja, das war ein RSA-Brief, sprich ein behördliches Schriftstück, das was nur zu eigenen Händen zum Abholen war. Und natürlich bin ich zur Post gegangen, wollte natürlich auch mein Schriftstück holen, habe hingewiesen, höflich, dass ich keine Maske trage. Es war ein irrsinniger Zirkus, ein wahnsinniger Zirkus, irrsinniges Theater. Ich habe natürlich dann gemerkt, dann mit ihren Argumenten, ja, ich stecke sie mit dem Virus an, also wenn ich keine FFP2-Maske trage. Naja, liebe Leute, ich habe extra sogar so ein deppertes Teil gekauft um 59 Cent, gibt es in jedem Geschäft. Natürlich, von wo kommt das her? Rat es einmal. Ja, kann man das da lesen irgendwo? Nein, natürlich kann man nicht lesen, aber natürlich, von wo kommt das ganze Klumpert her? Na, sieht man jetzt nicht. Schauen wir mal. Nein, es ist leider, aber es steht Made in China. Aber interessant ist, diese Staubschutzmaske oder Feinpartikelmaske, jetzt wird schon wieder bei mir das Video so dunkel, das geht mir echt mit der Zeit an, ich brauche einen anderen Platz. Gegen was schützt die? Also auf der Verpackungsbeilage hinten natürlich, ich lese natürlich Beschreibungen von Verpackungen, falls ich Medikamente von einem Arzt bekomme, was bei mir äußerst selten eigentlich ist, gut, dann lese ich den Packungsbeilagen. Das gilt natürlich für alle Drogen, bevor ich Drogen schmeiße, ob sie jetzt ärztlich beschrieben oder sonst irgendetwas, lese ich natürlich genau die Beschreibung und die Wirkungsweise. Also hier steht dann unter dem Punkt E, das ist ja so eine kleine Schrift, aber man kann, ich habe das wie gesagt, da es ist tatsächlich so, dass dieses Produkt hilft nicht, also die Maske eliminiert nicht das Risiko einer Krankheit oder Infektion. So. Natürlich, bei der Post, die haben wir dann gedacht, natürlich habe ich mich aufgeregt, aber doch diese dumme Kuh, ja, will mir was erklären und steht auf der Packungsbeilage eh klar, dass das nicht schützt. Ja, was will man? Ich bin natürlich irrsinnig zornig gewesen, war aufgeregt, war grantig und bin dann natürlich aus der Postfiliale hinaus und habe dann mich ein bisschen beruhigt und dann ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein sehr weises Bibelzitat. Also mir geht diese Beleuchtung bei der Kamera wirklich auch, da muss man wirklich was überlegen. Ja, so ist es ein bisschen besser. Und das hat mir eigentlich dann wieder zum Frieden gebracht, denke ich mir, okay, gegen was sollte man eigentlich Widerstand leisten? Sollte man nicht dem Übel widerstehen, sprich Zorn, Groll, Ärger, Hass, Wut? Genau dem sollte man widerstehen. Und das ist wichtig. Das Wort Widerstand gibt es in zwei Versionen, mit langem I und ohne langem I. Die einfache Regel in der deutschen Rechtschreibung ist so, wenn sich was wiederholt, also zum Beispiel Wiederaufladen, Wiederkehr, Wiedersehen, dann schreibt man es mit langem I und wenn wir gegen was ist, aha, was, Leistung, was, geht über was, nichts, okay, dann heutzutage mit der Computer ein bisschen, dann schreibt man es mit kurz nie. So, Widerstand, dieses Wort habe ich eigentlich ganz neu betrachten lernen dürfen. Man denkt immer an Demonstrationen mit erhobener Faust und kurz muss weg und wir rebellieren dagegen. Aber im Grunde genommen ist es nicht wahrer Widerstand. Widerstand ist es einfach eher, sage ich, genau diesen, würde ich sagen, niederen Schwingungen zu widerstehen und in den Frieden zu kommen. Und dieser einfache Bibelvers hat mir wieder geholfen, diese Frau mit anderen Augen zu verstehen. Wirklich, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schau,
hat man Frieden über die ganze Angelegenheit, und das ist für mich einfach der Widerstand, dem Übel, dem Bösen, auch wie es die Bibel sagt, wirklich zu widerstehen. War eine sehr lehrreiche Erfahrung. Das sind Dinge, die was ich nicht so ernst nehme. Natürlich hebe ich einen Einspruch, aber ich werde hier natürlich auf nicht auf juristische Art und Weise, sondern diese Person einfach, die was ich auch im Endeffekt nicht weiß, was sie tut, einfach auf menschliche Art und Weise mal zunächst begegnen. Das ist einfach meine Vorgehensweise, die was ich auch daraus gelernt habe. Wie dem auch sei, seht diese ganze Angelegenheit wie ein Sandkistenspiel. Ab und zu spielen wir noch mit den Kleinkindern im Sandkisten mit, obwohl wir wissen, dass das ganze Theater, dieses ganze C-Theater ein riesengroßes Sandkistenspiel ist, und niemand regt sich doch auf von den Erwachsenen, wenn irgendwo ein Sandkuchen zerstört wird oder ja, ein bisschen Sand einmal in die Augen kriegt. Ich glaube, das finden wir als reife, mündige Menschen, die was wir einfach einen neuen Himmel, eine neue Erde wollen, schon längst drüber stehen und auch sich hier nicht mit diesen Sandkistenspieler, ob er jetzt ein grünes Schaufel hat oder das, oder der mit dem blauen Schaufel, den mit dem grünen Schaufel auf die Fingern klopft. Ich glaube, das sollte man nicht mitspielen und wirklich drüber stehen. Auch ich bin oft in Phasen, wo ich merke, es triggert mich schon. Ich bin oft auch etwas frustriert und entzogen oder wie immer. Man kommt dann einfach wieder in die Grundschwingung zurück. Und somit wünsche ich euch auch für diesen Tag, denkt immer, es ist ein Sandkistenspiel, und lasst euch einfach, widersteht wirklich den Übel in jeder Form.